Die Oberschule Grimmer, ein Bau der frühen 50er Jahre, und die alte Turnhalle sind die Kulisse für die Berufung der Schülerinnen und Schüler in den Sportförderklassen der Bildungseinrichtung. Damit kehrt ein Stück Normalität wieder zurück, allerdings nur im kleinen Kreis. Leider konnten die Eltern an der Berufung ihrer Kinder in die Sportförderklassen in diesem Jahr nicht teilnehmen. Aber das Programm der Sportförderung wird in der Oberschule Grimmer weitergeführt. Unter der Leitung von Uwe Leuschner, dem Klassenlehrer einer 5. Klasse und Koordinator für Ganztagesangebote, wurde die Aufnahme der Kinder in die Klassen mit verstärktem Sportunterricht vorgenommen. Das heißt, diese Schülerinnen und Schüler haben je Woche 4 Sportstunden zusätzlich in der von ihnen gewählten Sportart. Schulleiter Steffen Kretschmer fand schnell die passenden Worte zum Start. In diesem Jahr haben sich 26 Schülerinnen und Schüler, also wir, Klasse 5a, Klassenleiter Leuschner, auch ein Sportsman, der Herr Leuschner, 26 Schülerinnen und Schüler haben sich angemeldet. Das ist eine sehr schöne Sache. Und ihr habt es vorhin schon gesagt, die 6. Klasse sind also die alten Hasen, in Anführungsstrichen, in der Sportförderklasse. Die machen das jetzt schon ein Jahr, sind das zweite Jahr nun mit dabei. Und insgesamt sind 57 Schülerinnen und Schüler, die jetzt in den Sportförderklassen sind. In diesem Jahr gehen eine 5. und 2 6. Klassen an den Start und das in den Disziplinen Volleyball, Tanzen, Leichtathletik und Fußball. Damit die Neuen sehen, was möglich ist, boten die Alten mit einer Tanzeinlage einen Eindruck, was man in diesem Schulangebot alles schaffen kann. In diesem Jahr werden zum 17. Mal an der Oberschule in Grimmer die Förderklassen berufen. Eine lange Tradition und bei weitem nicht Stand der Förderung von Kindern in Sachsen. Aber für jede Initiative benötigt man Menschen, die diese auch tragen. Das sind die Trainer und Übungsleiter. In diesem Jahr übergab Jürgen Franke den Staffelstab an Beatrice Kubelt als Übungsleiterin. Die Kinder erhielten ihre Berufungsurkunde und ein spezielles T-Shirt. Großer Beliebtheit erfreut es sich wie in jedem Jahr der Fußball. Aber das zeichnet die Schule aus. Auch Leichtathletik, Tanzen und Volleyball kommen nicht zu kurz. Die jeweiligen Trainer freuen sich schon auf die Arbeit mit den neuen Schülern.